Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Evi, und heute zeige ich euch, wie ihr ein Kind mit Regenschirm malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift ungefähr in der Mitte des Blattes. Dort zeichne ich jetzt erstmal einen großen Kreis für den Regenschirm hin. Ihr müsst diesen Kreis auch nicht perfekt rund zeichnen, er kann ruhig ein kleines bisschen oval sein, um die Form des Regenschirms etwas besser darzustellen. Dann zeichne ich relativ weit oben einen kleinen Punkt zur Orientierung hin. Achtet dabei darauf, dass dieser nicht genau in der Mitte ist, sondern etwas weiter versetzt. Von dort aus zeichne ich jetzt einzelne Linien, die nach außen zeigen. So unterteile ich den Regenschirm in ein paar einzelne Abschnitte, so wie man es von einem Regenschirm kennt. Versucht die Linien immer von der Mitte aus zu zeichnen und diese möglichst gerade zu gestalten. So erhaltet ihr das Muster eines Regenschirms. Gut gemacht, dann können wir direkt unten drunter auch schon weiter mit der Silhouette des Kindes weitermachen. Ich beginne erstmal mit zwei leicht schrägen Linien, die nach unten zeigen. Diese sollten jeweils voneinander weggehen. Diese beiden Linien verbinde ich an der unteren Seite dann mit einer geraden Linie. Direkt darunter zeichne ich nochmal ein kleines Rechteck hin. Dabei beginne ich aber etwas weiter mittig. Also lasst hier zu den äußeren Enden immer noch ein kleines bisschen Platz. In die Mitte zeichne ich nochmal einen kleinen Strich durch, um das Ganze voneinander abzutrennen. Nun geht es wieder etwas weiter nach unten. Dort zeichne ich wieder ein kleines Rechteck hin, welches aber wieder ein bisschen kleiner ist als das obere. Und auch hier zeichne ich nochmal einen kleinen Strich direkt durch die Mitte. Und schon haben wir auch schon die Beine des Kindes dargestellt. Daran zeichne ich jetzt natürlich noch ein paar Regenstiefel. Ich beginne an der äußeren Seite mit einem kleinen Strich, der nach außen führt, und anschließend einer Linie, die nach unten führt. An das untere Ende zeichne ich nun einen kleinen Bogen dran, der dann nach links etwas länger wird. Und von diesem Ende aus zeichne ich nun einen Strich nach oben, um den ersten Gummistiefel darzustellen. Dann gehe ich auf die andere Seite und zeichne wieder einen kleinen Strich nach außen und anschließend wieder einen Strich nach unten. Hier zeichne ich jetzt noch einen kleinen Bogen und anschließend wieder eine gerade Linie bis rüber zu dem anderen Gummistiefel. Gut gemacht, das Kind wäre erstmal fertig. Direkt an die untere Seite zeichne ich jetzt noch eine große Pfütze, in der das Kind mit seinen Gummistiefeln steht. Beginnt hier ungefähr auf halber Höhe der Gummistiefel und zeichnet dort direkt um sie herum und zwar in einer gewellten Linie. Sehr schön, und wenn ihr damit zufrieden seid, dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich das Bild ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's doch schon. Mein Kind mit dem Regenschirm habe ich jetzt fertig ausgemalt. In den Hintergrund habe ich mit einem blauen Filzstift noch ein paar einzelne Regentropfen dazu gezeichnet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!